Das frage ich mich auch, Nathan, aber wir finden es jetzt heraus. Was passiert wohl dieses Mal? Als Butler bin ich sehr vertraut mit dem Geschmack von Yokai erster Klasse. Nur Yokai erster Klasse werden diesen besonderen Test bestehen können. Ist das so? Ich brauche keinen Test, um meinen erster Klasse-Status zu beweisen. Bestes Gesicht. Keinen Test, sagen Sie? Na, macht sich nicht unbeliebt. Das liegt daran, dass Sie keine Klasse haben. Hey, was ist das? Warte mal. Du wagst es, mich vom Spielfeld zu nehmen, du erbärmlicher Butler-Verschnitt. Er ist weg. Morgen, Sir. Dann lasst mich die Regeln erklären. James, erzähl. Im Parallelraum natürlich Erika, Usapion und Co. Ihr erhaltet beide je ein Item von unterschiedlicher Güte. Ihr müsst dann ermitteln, ob A oder B die höhere Güte erhalten hat. Beherzigt das, wenn ihr einen Raum wählt. A wird Usapions Seite sein, wenn ihr glaubt, dass er die höhere Güte bekam. Ja? Wählt Raum A gleich hier hinten. B wird Chibanyas Seite sein, wenn ihr glaubt, dass er die höhere Güte bekam. Wählt Raum B gleich hier hinten. Ich schnall es jetzt. Scheint unkompliziert zu sein. Ja. In der Tat, mein Herr. Es sollte für einen Yokai erster Klasse problemlos sein. Ich denke, es ist alles entsprechend vorbereitet. Lasst uns beginnen. Wie sich das äußert, bin ich sehr gespannt. Speichern ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Speisesaal. Erzähl doch mal. Also, mein Herr, sind Sie bereit für das erste Rätsel des Tests? Alles bereit. Sehr gut, mein Herr. In diesem Fall ist hier Ihr erstes Rätsel. Für den ersten Test serviere ich eine Auswahl an Getränken. Ihr müsst feststellen, wer von euch die hochklassigere Milch hat. Nicht meine gereizte Kuh könnte mir mehr Angst machen, als ich gerade habe. Bei Milch ist superfrische Milch zweifelsohne das Maß aller Dinge. Zuerst werde ich A etwas servieren. Eine große Flasche, randvoll mit Milch, wurde hervorgeholt. Ja? Auf was muss ich achten? Hier habe ich eine solch reichhaltige Milch probiert. Da steht nicht Milch, da steht Misch. Flüssigkeitsfehler, egal. Der Milch-Jackpot. Es folgt nun B. Eiskalte Milch wurde hervorgeholt. Lecker, leicht süßlich und schön rahmig. Es war also nach Ihrem Geschmack, mein Herr. Wenn Sie also glauben, die Antwort zu wissen, gehen Sie bitte zur Tür. Es klang von A besser. Aber woher soll ich das wissen? Ist rahmig? Rahmig, wie Chibanyan sagt, gut oder schlecht? Keine Frage, das ist die eine. In diesem Fall werde ich die Verkündung vorbereiten. Ich werde hierfür den Raum mit der korrekten Lösung betreten. Mist. Das muss es sein. Schluss mit den langen Gesichtern! Das ist auf jeden Fall der richtige Raum. Okay. Absolut. Diese Tests sind ein Kinderspiel. Geschmackssache, oder was? Wie ihr meint, los geht's. Aber, hä, was muss ich tun? Das Whisper drinne. Ich kann es nicht beeinflussen, ich denke mal. Hä? Die korrekte Lösung ist A. Sehr strange. Cringe, möchte man sagen. Sau stark.
Sau stark, ja. Gute Arbeit, Nosabion. Wie sollen die das eigentlich herausfinden, wenn der jeweils andere in einem komplett anderen Raum das andere probiert? Hä? Sieg! Gratuliere, mein Herr. Tja. Naja. Hohoho, ich hab den Test bestanden, ohne in Bredouille zu geraten. Jawohl, ja. Bin ich nicht der genialste Joker erster Klasse, den du je gesehen hast? Der Test ist noch nicht vorbei. Machst du Witze? Was zum Himmel? Eine korrekte Lösung beweist nicht, dass sie ein Joker erster Klasse sind. Jetzt geht's zur nächsten Stufe. Ja, hau raus! Es ist an der Zeit für das nächste Rätsel. Sind Sie bereit, mein Herr? Sehr gut, mein Herr. In dem Fall ist hier Ihr zweites Rätsel. Für den nächsten Test werde ich exquisites Mahl servieren. Die Einsätze sind hoch, wie die Güte eines Fleisches. Aber welche ist höher? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Von allen Steaks ist das Chateaubriand das Feinste, das man mit Geld kaufen kann. Chateaubriand. Ja, das ist ja schon die Antwort, ne? Das Feinste. Chateaubriand, hä? Was? Ich weiß nicht, was es ist oder wie man es ausspricht, aber es klingt extravagant. Zuerst werde ich A etwas servieren. Ja, ein Steak. Der hat doch gerade was anderes gesagt. Ja, ein echtes Festmahl. Kann ich einen Nachschlag bekommen? Ich mag übrigens kein Steak. Egal ob, ne? Ja, wie heißt es? Rosa? Oder... Lieber ein Schnitzel. Tut mir leid, ich bin der Schnitzeltyp. Ich mag's einfach. Kann ich einen Nachschlag bekommen? So, und Shibania bekommt jetzt das krasse Ding. Es folgt nun B. Ein dickes, brutzelndes Steak wurde hervorgeholt. Ja, dieses Fleisch ist so saftig und zart. Mehr davon. Es ist so gut, meine Zunge ist im siebten Himmel. Seid ihr bereit, voranzuschreiten? Wählt die Tür zu dem Raum mit dem Chateaubriand. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre Chibanyans, das Richtige. Das klang ja alles einfach übertriebener aus und besser und keine Ahnung. Ihr wisst, wie ich meine. Wird schon so sein. Außerdem zweimal derselbe Raum, glaube ich auch nicht. Geh hinein, Chibanyan. Warum ist Whisper dort? Hä? Es muss dieses sein, keine Frage. In diesem Fall werde ich die Verkündung vorbereiten. Ich werde hierfür den Raum mit der korrekten Antwort betreten. Das kann nicht sein. Ein so leckeres Fleisch muss das Beste sein. Ach was, es war offensichtlich das Beste. Das sieht nicht mal als echter Test. Man müsste schon echter Dussel sein, um es nicht zu merken. Wie meint, los geht's. Okay, die Yokai verteilen sich einfach random immer irgendwo. Er macht sich einen Spaß draus. Ja, täuscht noch ein paar Mal an, keine Frage. Aber ich hatte schon Angst eben. Juhu! Die korrekte Lösung ist B. Jawohl, ich wusste es. Wer ist die Nummer 1? Oh ja, ich bin das. Ja, toll gemacht, Chibanyan. Hab ich doch gesagt. Unmöglich für den Star erste Klasse Fixi Foxy sich zu irren. Gratuliere, mein Herr. Du willst mir sagen, die haben alle probiert und liegen quasi richtig und ich bin nur einer von denen? Naja. Wir haben es wieder geschafft. In der Tat zeigt ihr euch Yokai erste Klasse würdig. Nichtsdestoweniger. Nein, nicht nochmal. Kommen wir zur letzten Aufgabe. Solltet ihr bestehen, habt euch als wahre Yokai erste Klasse bewiesen. Hau raus, nach zwei Runden hiervon sind wir für alles bereit. Ja, das letzte Rätsel ist jetzt vorbereitet, mein Herr. Sind Sie soweit? Morgen
Sehr gut, mein Herr, in diesem Fall ist hier Ihr letztes Rätsel. Und jetzt zur letzten Aufgabe. Jetzt beeil ich doch mal. Bei dieser Aufgabe werdet ihr euch zwei verschiedene Yokai präsentieren. Was? Yokai? So etwas esse ich nicht. Einer von euch bekommt den S-Rang-Yokai. Butzemon serviert. Was für eine Kantine führst du hier? Zuerst werde ich A etwas servieren. Das ist er. Ja, ich weiß es doch einfach. Ein Yokai in einer furchterregenden blauen Maske wurde hervorgeholt. Den hatten wir im Team in Yokai Watch 2. Das ist Butzemon. Ich werde nicht mehr. Das ist ein echter Yokai auf meinem Teller. Kannibalismus! Was folgt nun B? Es gibt noch eine roten Maske, ne? Der heißt auf jeden Fall anders. Thomas anders. Hey, bist du Butzemon? Echt, jetzt Spanier, ihn direkt zu fragen. Ist offensichtlich regelwidrig. Das hättest du vielleicht mal eher sagen können. Wenn Sie zu wissen glauben, welche Seite Butzemon hatte, wählen Sie sie. Okay, aber Leute, die anderen Spiele nicht gespielt haben. Okay, du kannst ihn schon. Wir haben den auch schon bekämpft, Butzemon, ne, als wir über die Ampeln gegangen sind. Wer sich nicht auskennt, wer es nicht weiß, der weiß es einfach nicht, ne? Der muss raten. Aber ich weiß es. Da braucht ihr mir jetzt gar nicht an den Türen groß antäuschen. Ich weiß die richtige Antwort, Mann. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nötig war. Es war halt ein bisschen Spaß, ein bisschen Geplänkel. Aber gleich haben wir das auch, ne? Keine Frage, das ist die eine. In dem Fall werde ich die Verkündung vorbereiten. Ich werde hierfür den Raum mit der korrekten Lösung betreten. Mist. Das muss es sein. Schluss mit Langgesichtern! Das ist auf jeden Fall der richtige Raum! Okay. Absolut, diese Tests sind ein Kinderspiel. Wie ihr meint, los geht's. Toilettina liegt immer richtig und Whisper liegt immer falsch. Man kann nicht wissen, welche Yokai vorher drin sind, sonst hätte ich gesagt, daran erkennt man es auch immer. Whisper liegt immer falsch und Toilettina liegt immer richtig. Die anderen bleiben in ihren Räumen, ne? Obwohl, der mit dem großen Hut, weiß ich nicht genau. Die korrekte Lösung ist A. Sau stark, ja. Gute Arbeit, Usabion. Sieg! Gratuliere, mein Herr. So ist das wohl. Ja, habt sie alle. Gratuliere, mein Herr, und Sie sind ohne Frage Yokai erster Klasse. Als hätte ich es nicht gewusst. Ihr seid zweifelsohne dieses Schlüssels würdig. Viel Erfolg damit. Eingangsschlüssel Ost. Ja, moin. Eingangsschlüssel West. Wir haben's geschafft. Alles klar, jetzt können wir endlich von hier verschwinden. Wie versprochen, ein Schlüssel erster Klasse für einen Yokai erster Klasse. Furchtbares Fragment. Ah, die brauche ich ja auch für den ominösen Heiler-Yokai, von dem die Rede war. Da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Puh, bin ich froh. Na. Puh, bin ich froh, das zu hören. Vielen Dank für all die Arbeit, ihr beiden. Jetzt können wir weitergehen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen. Werde ich in nächster Zeit wieder sichtbar? Ich schätze, ein Yokai ohne Klasse kann auch einfach unsichtbar sein. Ich finde dich so besser, Nia. War er definitiv nicht. Moment, ich bin zurück. Könnt ihr mich alle wiedersehen? Der Test ist jetzt wohl vorbei. Du siehst wieder aus wie vorher. So eine Erleichterung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Zum Glück war es nicht beständig. Klärchen, lass uns jetzt unsere Hintern in den nächsten Raum schieben. Ja, mach mal glatt. Wobei, einmal speichern wäre vielleicht drinne. Ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt, ne? Okay. Das, ne? Und da treffen die sich bestimmt wieder. Eingangsschlüssel West.
Na prima. Endlich wieder vereint. Hat echt lange genug gedauert. Wie bitte? Schön, dass wir wieder vereint sind und so, aber Mac scheint zu fehlen. Vielleicht wartet er draußen auf uns. Verstehe. Dann sollten wir wohl rausgehen und nachschauen, ob dem so ist. Wer nicht dumm? Was macht ihr hier? Ich ahnte bereits, dass etwas passiert ist. Und hier finde ich euch Ratten. Juhu, alles klar, wurde doch Zeit, dass ein Bösewicht auftaucht. Ist es nicht etwas freudig, ihn Bösewicht zu nennen? Juhu. Ach komm schon, jetzt will Markus hier nur das Gesicht an. Das ist das Antlitz des Bösen. Was auch immer ihr hier macht. Ihr werdet mir nicht in die Quere kommen. Ich werde euch vernichten müssen. Das darf nicht sein. Kämpfen, yeah! Ich werde euch nicht verschonen, nur weil ihr Kinder seid. Gut. Wie Van Helsing, nur Vernichter. Dr. Vernichter. Ein richtiger Boss? Will ich mal nicht so sein. Habe ich irgendwelche, obwohl, vielleicht zu früh dafür, ne? Ich rede nicht mal von, ich habe nur Essen. Ich habe nichts anderes als Essen. Dann nicht, dann lass sein. Kann ich mehr anvisieren? S-Rang und er mag, was, S-Rang? Ist natürlich gemein. Aber gut, er ist auch alleine. Let's go! Erstmal, dass ich mir aufwerte, bevor Goldin Jan den Löffel abgibt, weil der steckt ordentlich ein. Hilfe! Was ist denn da falsch gelaufen? Der hat wohl einiges auf dem Kasten. Ihn fort! So hat er geredet. Gut, dann attackier mal mit dem Strahler. Wir müssen mit allem arbeiten, was wir haben. Ich lasse da nichts unversucht. Jawohl. Ah, noch einen mehr, das wäre es natürlich gewesen. Und er kriegt volle Breitzeit ab, weil die Medaille nicht wirklich agil ist. Viel Schaden, wie man machen kann mit dem normalen Angriff halt. Was? Was? So war nicht so viel. Der hat ordentlich ausgeteilt, kann aber wenig einstecken. Okay. S-Rang Yokai. Gibt nur 91 Erfahrungspunkte. Ich dachte, er wäre voll mies. Hinfort! Ah, beeindruckend, wenn ihr so talentiert seid, dann. Wovon sprichst du dann, ja? Hinfort! In Anbetracht, dass der Junge jetzt da ist, eventuell werde ich euch scharf beobachten. Oh. Er scheint verschwunden zu sein. Der Junge, könnte er von Mac gesprochen haben? Vielleicht ist er hier im Herrenhaus. Wir waren noch nicht im ersten Stock. Okay. Dann lass uns nachsehen. Hä? Was war das gerade für ein Geräusch? Es kam aus dem ersten Stock. Irks? Was zum... Oh mein Gott, was ist das? Was? Wir stecken in Schwierigkeiten. Was immer es ist, wir sollten uns verstecken, ja. Creepy. Erst dachte ich, es wäre eine laufende Wurst auf Beinen, aber es ist Dorothy. Seltsam, ich war mir sicher, ein Geräusch gehört zu haben. Ein Spaß für die ganze Familie. Was zum Himmel geht hier vor? Was auch immer es ist, man kann sicherlich sagen, dass es nicht normal ist. Glaubt ihr, dass das Mädchen beseelt sein könnte? Meinte Mac vielleicht das, als er von Aliens sprach?
Was machen wir nur? Naja, der böse Kerl meinte doch ausdrücklich der Junge. Aha. Der könnte Mac sein, ja. Das bedeutet, dass wir es riskieren müssen und ihn suchen gehen. Was? In den ersten Stock gehen? Nach der Nummer gerade? Bleib mal geschmeidig. Wir sollten es schaffen, uns durch den ersten Stock zu arbeiten. Ich weiß schon, wenn wir den rechten Korridor nehmen, müsste es gehen, ja. Wenn wir das machen, laufen wir vielleicht nicht wieder über den Weg. Tja, Schock fürs Leben, oder was? Ich gönne mir nochmal einen Speichern. Ich dachte, wir sollen draußen nachschauen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt wieder den Ausgang, aber dem ist nicht so. So, quasi hier so. Man kann Lucky Lucky machen. Ja gut, da wird nichts sein. Das Spiel sagt mir, geh da lang. Ja. Oh, nicht verschlossen. Hier sind auch Yokai am Start. Keine Items und so. Merkwürdig. Da haben wir James. Der Yokai heißt einfach nur James? Wir kommen nicht rein. Es ist verschlossen. Oh nein, was sollen wir nur tun? Fixe Fox. Wenn ihr Hilfe braucht, schaut doch mal hier. Wer bist du denn, ja? Wir haben uns erst vor kurzem getroffen, weißt du noch? Ich bin es, die superbekannte Yokai-Star Fixie Fox. Ich bin hier, um meinen Status als Yokai erste Klasse zu bestätigen. Naja, ihr wollt diese Tür öffnen, richtig? Du kannst sie für uns öffnen? In deinen Träumen, ein Star wie Fixie Fox verrichtet keine niedere Arbeit. Wie sollen wir dann weiterkommen? Ihr müsst den Schlüssel finden, den ich im Haus versteckt habe. Wo hast du ihn versteckt? Oh, ich habe ihm ein paar Hinweise in der großen Bibliothek hinterlassen. Vielleicht solltet ihr dort nachsehen. Auf geht's! Die Bibliothek im Ostflügel also. Keine Zeit zu verlieren. Ah, da wo wir gerade waren. Na gut. Hinweise? Die es eben noch nicht gab. Definitiv. Das hätte ich gesehen. Oh. Hey, ich habe einen Hinweis. Alles klar, let's play Markus, was besagt er? Er ist in einem Raum, der keinen Zwilling hat. In einem Raum, der keinen Zwilling hat? Scheint, als gäbe es rechts und links gleiche Räume. Du meinst wie diese Küchen- und Badezimmer, in denen wir vorhin waren? Ein Raum, der keinen Zwilling hat. Wo soll der sein? Ich weiß jetzt nicht, ob der Raum hier, es könnte das Foyer sein. Oh, viel mehr fällt mir gar nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Hey, auf dem Papierfetzen scheint ein Hinweis zu sein. Gute Arbeit. Was steht darauf? Lasst mich kurz lesen. Also, ihr findet ihn im selben Stockwerk wie die Notiz. Im selben Stockwerk wie diese Notiz. Da braucht es keinen Genie. Der Schlüssel ist im ersten Stock. Wir müssen rüber. Das wird der Witz sein. Wir müssen zu der Alten. Oder ist es direkt hier? Ich glaube, ich habe einen Hinweis. Supio Sapion, was steht darauf? Der einzige Ort, an dem kein Licht ist? Was zum Kokos soll das bedeuten? Echt? An dem kein Licht ist, vielleicht irgendwo, wo das Licht ausgeschaltet ist? Aber wir haben keinen unbeleuchteten Raum gesehen. Aber hier gibt es eine Menge Lampen. Vielleicht meinen sie keinen Raum, sondern einen unbeleuchteten Ort. Oh, ich weiß schon. Wir müssen die Lampen nach Schlüsseln untersuchen. Wissen wir? Und warum? Ameri Pelikan, oder wie du heißt. Warum? Warum machst du das? Hm? Haut den Schurken auf die Gurken aus. Bitte nicht kollektiv flüchten. Lampen. Ich weiß natürlich nicht, ob im Westkorridor jetzt auch so eine Bücherei ist. Ne? Das wäre wichtig zu wissen. Wegen der Zwillingsgeschichte. Wäre es wirklich. Oh, alle sind ausgewichen, die Schweine. Hm.
Kriegt ihr das hin? Greift doch ein bisschen an und gut ist, ne? Oder? Haut drauf, los! So in etwa. Ist ein Anfang. Sie sind nur Könige im gegenseitigen Beseelen. Na, das war doch einiges. Hühnchen-Tempura. So, Lampen untersuchen, was ist das hier? Soll ich immer noch nach allen Lampen gucken? Oder im Foyer? Ich glaube, der keinen Zwilling hat, und zwar oben. Na gut, pass auf. Es sieht ja alles sehr parallel aus, sehr, sehr gegenüberliegend. Lampe, kann man nicht untersuchen. Hier. Ist diese ausgeschaltete Lampe der richtige Ort? Hey, ich habe den Schlüssel gefunden. Schlafzimmer, Schlüssel, Ost. Sau stark. Ja, gute Arbeit von allen. Okay. Jetzt können wir in den verschlossenen Raum im ersten Stock. Los geht's. Dann gehen wir es an. Ein Hickhack hier in dieser Villa. Ne? Es nimmt auch kein Ende. Ich find's eigentlich ganz gut, ne? Oder wie findet ihr's? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Also ich meine, wir hatten viele langweilige Parts, muss ich einfach mal so sagen. So mit der Detektei und Rumgeschicke und Macwill-Abenteuer, das war alles so ein bisschen boring. Aber da gefällt mir das hier durchaus besser, ne? Ein bisschen Abwechslung, immer mal was Buntes, Schönes. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht und sich weiterentwickelt. Ihr merkt, ich bin schon im Begriff, das ein bisschen abzumoderieren. Aber wir werfen natürlich noch einen Blick rein. Schlafzimmerschlüssel Ost benutzt. Was geht hier ab? Mac! Alles klar, Leute, tut mir echt leid wegen vorhin. Was ist passiert, Mac? Bist du als Einziger nicht in die Falle gefallen? Ich hatte wohl Glück. Echt? Wo wir von Glück sprechen, wie bist du in den verschlossenen Raum gelangt? Oh, ich bin einfach den Baum raus und raufgeklettert und durchs Fenster rein. Mist, dieses Kind ist echt wild. Da wir jetzt wieder vereint sind, können wir endlich von hier verschwinden. Nee, wir gehen nirgendwo hin, außer zum Westflügel. Was? Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Es ist so gefährlich da drüben. Also? Habt ihr vergessen, wieso wir hier sind? Um uns um Aliens zu kümmern. Hey, das stimmt, wir sollten nicht gehen, bevor wir die Aliens gesehen haben. Ihr meint nicht Aliens, sondern Yokai. Ja. Macht euch keine Sorgen, ich bin ja bei euch. Los, auf jetzt, let's be Markus. Okay, wenn ihr drauf besteht, los geht's. Aber was? Wir sollen ernsthaft dorthin gehen? Nun ja, Whisper, wenn du nicht willst, kannst du zu jederzeit geheim gehen. Absolut. Alles klar, dann lass uns losgehen. Let's be Markus, Erika, seid ihr bereit? Ja. Allzeit bereit, auf geht's. Hey, wartet, ich komm ja, geht nicht ohne mich. Aha. Was ist denn mit dem... Hey, in dem Raum ist nichts mehr. Schau dir dieses Mal genauer an. Ja, da waren aber komische Steine oder was das gewesen sein soll. Ja. Hätte ja sein können, dass da ein fettes Rätsel wartet, deswegen habe ich mich da schon ein bisschen mental drauf vorbereitet. Naja gut, ich werde hier speichern und den nächsten Part da oben beginnen, ne? Und das wird es uns in aller Ruhe anschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Ja. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!